Der Mensch tendiert zu zwei Dingen in seinem Leben und das immer wieder. Sich an Dinge zu gewöhnen, ob er will oder nicht, und Dinge zu vergessen, ob er will oder nicht. Im heutigen Video geht es um eine wichtige Warnung und einen Weckruf in dieser sehr speziellen Marktphase. Denn ob Neuling oder Experte mit jahrelanger Erfahrung, dieser Fehler passiert aktuell vielen Leuten im Markt und er könnte einen sehr viel kosten. Was genau meine ich mit diesem mysteriösen Intro? Ganz einfach. Ich sehe momentan viele Leute, und zwar eigentlich erfahrene Leute. Leute, die seit über einem Jahr investiert sind und somit eigentlich fast alles schon mitgemacht haben im Kryptomarkt. Bullrun, Hypes, FOMO, FUD, Kursabstürze, Dips, Flashcrashes und Bärenmärkte. Und genau diese Leute, die es eigentlich besser wissen sollten, sehe ich momentan vermehrt denselben Fehler machen. FOMO. Das gute alte FOMO. Angst, etwas zu verpassen. Wer hätte gedacht, dass wir in diesem tiefen Bärenmarkt, in dem wir schon fast das ganze Jahr sind, wer hätte gedacht, dass bei einem Bitcoin-Preis von unter 20.000 Dollar zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Scripts, wer hätte gedacht, dass da überhaupt FOMO entstehen kann? Es ist ja sowieso alles unten und tiefrot. Und dennoch passiert es. XRP steigt in wenigen Tagen um über 50% und plötzlich kriegt jeder Interesse an XRP. Jeder möchte noch irgendwo einen Einstieg finden, noch schlimmer ist es aber aktuell bei Quant. Leute, die sich noch nie für Quant interessiert haben, ob bei 300 Dollar oder bei 40 Dollar, als es ganz unten war, bekommen plötzlich riesiges Interesse an Quant. Plötzlich stellen sie Fragen wie: Ich weiß, Quant ist gerade am Steigen, aber theoretisch könnte es ja noch viel weiter hochgehen. Und Quant ist ja auch eine Top-Krypto, also wäre es nicht schlauer, jetzt noch einzusteigen? Sie stellen solche Fragen, um sich selber irgendwie einen Fehler begründen zu können und solch einen Fehler rechtfertigen zu können. Doch genau dieses FOMO, Fear of Missing Out, ist die Wurzel aller Fehler im Kryptomarkt. Und jedes Mal, ausnahmslos, endet es gleich. Und zwar mit traurigen Gesichtern bei denen, die ihm verfallen sind. Mit einem riesigen Minus, auf dem sie sitzen bleiben und im schlimmsten Fall verkaufen sie dann irgendwann noch in diesem Minus und verfluchen den Markt oder die Krypto, statt die Schuld bei sich selbst zu suchen. Wie sagt man so schön, investieren ist nur ein Spiel gegen sich selbst. FOMO ist völlig normal, ich hatte selbstverständlich auch FOMO ganz am Anfang meiner Investmentkarriere. Jeder muss diesen Zyklus durchgehen, jeder muss die Erfahrungen machen, aber was ich dann nicht verstehe ist, wie es sein kann, dass ich in den YouTube-Kommentaren Leute sehe, die schon seit Anfang 2021 dabei sind. Allgemein, dass Leute, die schon alles gesehen haben im Markt, genau diesen Fehler immer noch machen. Nach all meinen Videos von mir, in dem genau etwas gelehrt wird, und zwar mit Plan zu handeln, die Kryptos, die man interessant findet, schrittweise, wenn sie runtergehen, nachzukaufen und ja, niemals in grüne Kerzen zu investieren. Wie kann es sein, dass dennoch so viele auf FOMO reinfallen? Diese Ungeduld, diese Gier endet immer damit, dass es eine Geldverschiebung gibt. Und zwar wird das Geld desjenigen, der noch ganz schnell einsteigen will, um den Zug nicht zu verpassen, in die Brieftasche von demjenigen transferiert, der schon vor ihm drinnen war, und zwar ganz weit vor ihm. Derjenige, der Quant schon immer interessant fand und im großen Unidip zugeschnappt hat bei 40 Dollar. Selbst derjenige, der sich schrittweise eingekauft hat von 150 Dollar runter bis zu 40 Dollar in kleinen Schritten. Aber derjenige, der jetzt noch ganz schnell auf den Zug aufspringen will, weil er sieht, wie ganz viele andere Leute gerade glücklich sind und sich ein Quant bei 140 Dollar holt, der wird sehr wahrscheinlich damit aufs Maul fliegen. Natürlich kann ich jetzt spezifisch bei Quant falsch liegen. Auf einmal steigt es auf 180 Dollar an und alle lachen mich aus. Doch es geht hier nicht nur um Quant, es geht um eine psychologische Sache, die Investmentpsyche. Wer sich von solchen Anstiegen einlullen lässt, in grüne Kerzen einkauft, der wird sehr wahrscheinlich aufs Maul fallen und Verlust machen. Doch was passiert, wenn er nicht Verlust macht? Was passiert, wenn er Glück hat und der Zug tatsächlich noch ein wenig weiterfährt? Mit seiner Investition macht er vielleicht noch 30-40% plus, wenn er auch Gewinne zieht. Aber das, was im Kopf passiert, ist schlimm. Denn man kriegt den Eindruck, dass das, was man getan hat, richtig war. Dass das schlau war. Man vergisst, dass es nur Glück war. Plötzlich möchte man bei der nächsten Krypto auch auf einen Hype-Zug aufspringen. Plötzlich steigt ein Cardano wie verrückt an und erreicht 80 Cent. Und dann kauft man sich ein, weil man hofft, dass es auf 1 Dollar steigt. Und dann kracht es komplett und sinkt wieder auf 50 Cent runter. Bevor es weitergeht, möchte ich euch noch ganz kurz meine Gruppen vorstellen. Seit über 2 Jahren betreibe ich meine Telegram- und Discord-Gruppen, in denen es mittlerweile tausende Mitglieder gibt, die unter anderem seit Jahren dabei sind und extrem zufrieden mit meiner Arbeit sind. Ich verstehe, wie man sich in diesem Markt fühlt. Man fühlt
fühlt sich manchmal verloren, hat keinen Anhaltspunkt, die Verwandten und die Freunde machen sich über Kryptos und Investitionen lustig oder haben keine Ahnung von der Materie. Man möchte sich am liebsten einfach nur unterhalten, sich selber bilden, Fragen stellen, wissen, was gerade passiert, wenn es mal wieder dippt, wenn es mal wieder steigt, ob man gerade gut kaufen kann, was man gut kaufen kann. Das sind Fragen, die sich jeder stellt, nur haben die wenigsten die Möglichkeit, sie zu stellen und gut beantwortet zu bekommen. Deshalb habe ich vor fast 2 Jahren meine Gruppen gegründet und sie sind nicht grundlos die erfolgreichste, größte und am längsten laufenden Kryptogruppen im deutschsprachigen Raum. Ich biete euch einen Channel, in dem es nur meine Nachrichten und Signale gibt, was ich kaufe, was ich verkaufe, wann ich es kaufe oder verkaufe, zu welchem Preis, eine umfangreiche Liste mit diversen Kategorien von Kryptos, die ich gut finde, und alle Listen werden stetig aktualisiert. Täglich die wichtigsten Marktnachrichten, Erklärungen für alles, was im Markt passiert, wie man handeln sollte, ein umfangreicher Discord-Server zum Lernen, wo man vom Anfänger zum Profi ausgebildet wird. Und das Beste ist, alle Mitglieder ziehen an einem Strang. Viele Leute sind schon seit über einem Jahr dabei und extrem gebildet im Wissen und in der Psyche. Fragen werden beantwortet und einem wird geholfen. Hier gibt es keine Moonboy- oder Lambo-Investoren. Hier wird kein Mist beworben, um Geld an euch zu verdienen. Das ist keine Comedy-Gruppe und in ein paar Tagen hast du ein Lambo. Das ist eine Comedy-Gruppe. Überzeuge dich selbst. Und wenn du langfristig an die Sache glaubst, wird sie dir zu 100% dazu verhelfen, deinem Ziel der finanziellen Freiheit näher zu kommen in den nächsten Jahren. Die Mitgliedschaft ist monatlich und hält die Bots und unseriösen Investoren ab. Die Mitgliedschaft ist zudem monatlich kündbar, somit kann jeder sich zuerst testweise überzeugen, ob die Gruppen ihm weiterhelfen oder nicht. Der erste Patreon-Link in der Videobeschreibung führt euch zur Mitgliedschaft. XRP war erst vor ein paar Tagen bei knapp 0,6 Dollar. Jetzt war es zeitweise schon fast wieder bei 0,4 Dollar. Also über 30% gefallen in kürzester Zeit. Plötzlich sehe ich auch, wie die Kommentare zu XRP und die Fragen zu XRP viel weniger werden. Warum schwindet denn das Interesse plötzlich? Ich dachte, man findet die Krypto ja so gut und will deshalb investieren. Oder war es tatsächlich nur Gier und FOMO und man wollte schnell und einfach noch Geld machen und die Krypto an sich war einem völlig egal. Dieses Video soll nicht vorwurfsvoll klingen, aber ich finde es sehr wichtig, vor allem jetzt, keine Fehler zu machen. Die makroökonomische Lage sieht sehr wackelig aus. Wir sind schon lange in einem Bärenmarkt und man kann eigentlich nur vieles richtig machen in solchen Zeiten. Aber wenn es dann mal seltene Momente gibt wie aktuell, wenn ein XRP oder Quant plötzlich ansteigt, dann kann es doch nicht sein, dass man seinen ganzen Plan über Bord wirft, alle Lehren und Prinzipien vergisst und die vielen Monate Erfahrung und der Gier verfällt. Denkt bitte daran bei der nächsten Krypto, die plötzlich aus dem Nichts in die Höhe schießt. Recherchiert Kryptos, holt euch die, die ihr gut findet, und zwar schrittweise, wenn sie unten sind, wenn sie sinken. Und irgendwann werdet ihr die Person sein, die schon ganz unten im Zug mit drinnen saß und massiv profitiert, statt die Person zu sein, die noch irgendwie versucht, in den vollbesetzten Zug hineinzukommen. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, hinterlasst bitte ein Like und Kommentar, um mich zu unterstützen und das Video zu pushen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Videos und vergesst nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Recherchen, Analysen und Erfahrungen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung und ihr seid dazu verpflichtet, Selbstrecherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.